Hallo und wie immer herzlich willkommen bei Ossi Shisha. Hallo. Heute stellen wir euch mal wieder Tabak vor. Ja. Das ist wieder ein Stück, ja. Nach ewigen Zeiten. Heute ist mal ein teuer Ice Lime on the Rocks dran. ÖVP. Ne? Kostenbogen für 50 Gramm sind 4,50 Euro. Standard eigentlich, wie fast immer ein teuer. Ich habe halt nur mal 50 Gramm, weil 200 will ich nicht immer kaufen, das ist immer blöd. Ah, der ist zwar nicht ganz neu, aber... Nee. Scheiße. Ja, man stellt einfach mal vor, wir hatten noch nicht. Ja, noch nicht die Zeit dazu, ihn da hinzubestellen. das habe ich gekauft bei Smoking Shisha. Mein Fernseher macht sich gerade selbstständig. Jo! So. Kennt man eh nicht. Wir blenden da am besten noch ein Schnittbild ein. Ja. Wir müssen nicht wieder vergessen. auf jeden Fall, Schnitt ist ja fein. Kommt schon fast an Freestyle ran. Also wirklich extrem fein. Kennt man gar nicht so von der Daya. Man hat zwar Blattadern. Also er macht sich alles selbstständig. Was geht jetzt los hier? Ja, Schnitt ist sehr fein. Also beim Tonkopf, ich habe schon ein paar Blätter unten drin. Also ja. Vom Hotshot ist er eigentlich am besten. So, Geruch. Ja, Geruch ist eigentlich für mich blöd, weil... Mein der Junge hat Schnupfen. Ja, Schnupfen nicht, was anderes, aber... Also ich kann schon mal sagen, ich rieche auf jeden Fall was Kaltes. Ja, rieche ich nicht. Oder so eine Zitronennote. Ja. Aber irgendwie wie wenn Zimt noch mit drin wäre, ganz komisch. Zimt? Ja, wie ein bisschen Zimt. Habe ich das Gefühl. Bist du irre? Zimt? Du, Zimt. Sag mal, ja, du riechst zwar nicht, aber... Einen ganz komischen, chemischen Geruch. Kann ich nicht so richtig definieren. Riecht auch nicht besonders fruchtig oder so. Wie Zitrone halt und Zimt. Meine Meinung. Könnt ihr natürlich auf die Meinung hören, wenn jemand da schnupfen hat. Kann ich nicht. Hast du gerade gesehen, es kommt bloß aus einem Nasenloch raus. Was? Der Rauch. Hier kommt es nicht raus, ja. Was hier zu ist. Ja. Und hier, wo eigentlich noch enger ist, kommt es raus. Ja. Hast du das gesehen? Nein. Weil du doof bist. Ich glaube, doch, das ist eine Mutterschule oder so. Ja, wir müssen ja Lost-Chats machen. Ja, Lost-Chats, okay. Ne? Machen wir nur für dich. Auch wenn du uns wahrscheinlich nicht verstehst, aber machen wir nur für dich. Also, ich rieche hier nur halt so was Kaltes und eine Limette. Mehr rieche ich leider nicht. Weiter. Aber es wird schon so in die Richtung gehen, halt Ice Lime on the Rocks. Ne? Auf den Geruch kommt es ja nicht so an. Kommt halt darauf an, wie es schmeckt. Ja, das ist schmeckt ja uns eigentlich nie so, wie es riecht. Eigentlich immer schlechter. Ja. Dann kommen wir erstmal zum Qualm. Also Qualm seht ihr. Gut. Ne? Also ist nicht der extrem dicke Rauch. Haben wir es noch nicht ins Auge. Der extrem dicke Rauch und auch nicht wenig, sondern so ein gutes Mittelstück. Ich mag es ja eher, wenn es so richtig dick ist, aber. Ja, in diesem ja, wenn es so richtig drückt im Hals, das du fast verstickst. Das ist richtig geil. Du. Nee, ich bin eigentlich stopp, also vom Rauch her ist eigentlich stopp. Lässt sich ja ganz geschmeidig rauchen. Kein Katzen, kein Drücken. Ja, vom Kopfbau her ist eigentlich halt wieder easy zu machen. Ja, geschmacklich. Ich schmecke leider nicht viel. Auf jeden Fall weiß ich von vorher, weil ich hatte ihn ja schon mal geraucht, war da richtig kalt, so richtig kühl im Hals. Habe ich jetzt wiederum nicht. Vielleicht war er schon mal eine Woche liegt. Ich weiß nicht, schmeckst du mehr als ich jetzt? Du noch mal zuhalten, ich muss noch mal eine Probe nehmen. Mach das.
genau wie der Geruch schwer definierbar. Also so richtig kühl finde ich ihn jetzt nicht direkt. Also hat schon so eine kleine Note, aber nicht so extrem. Also haben wir noch viel extremere gehabt. Ja. Wenn dich daran erinnern kannst, was war denn das für einer? Ultimate Green. Da ist richtig hart. Also da, den kannst du eigentlich nur mischen. Aber hier, da ist nicht so extrem. Aber da hat jetzt auch nicht so diesen Ultra-Geschmack, wo du sagen kannst, den musst du jetzt unbedingt holen. Also, ja, also so ein gutes Mittelstück. In allem ein Mittelstück. Wo ich ihn das letzte Mal geraucht hatte, war da halt extrem kühl. Du hast zum Beispiel diese Limette oder Zitrone oder dieses Zitrusartige gar nicht geschmeckt. Du hattest nur Kühle. Es hat richtig, ich will nicht sagen wehgetan, aber es war ein unangenehmes Gefühl im Mund. Was du jetzt wiederum nicht hast, du hast eine leichte Kühle, was ich schmecke. Und vielleicht eine ganz kleine Zitronennote. Oh, guck ich jetzt blöd an. Nein. Ja, ich habe ihn damals nicht mitgeraucht, ich weiß nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber so würde ich nicht so extrem sagen. Also haben wir wirklich schon härter. Ja, du hast halt ja, eher eine Kühle als eine Mentholnote. Vielleicht vom Sommer, vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt ist Winter. Ja, ist ganz schön kalt geworden, Alter. Ich ja. Kommst du ja gar nicht. Ja, es geht eigentlich, ich finde jetzt nicht so schlecht. Vor allem für 4,50, 500 Gramm. Ich glaube 13,50 kosten 200 Gramm. Ich glaube 13,50 so. Pumpen kosten 200 Gramm. Also, Probierempfehlung auf jeden Fall. Ja. Wer so auf sowas steht. Aber wie gesagt, wer so richtig eiskalten Geschmack im Rachen haben möchte, der sollte sich den Ultimate Green holen, weil da ist wirklich Hardcore im Rachen, aber den kannst du eigentlich im Prinzip nur mischen. Der ist also nicht so krass. Ja, es gibt ja auch schlimmere, ja, was dann PX1 Hardcore Mint und Pipapo, was gibt. Also das ist ein gutes Spieler, ne? Was? Nicht. Alles gut. Ja. Also eine Probierempfehlung, der ist so. Oh. Ah, man kann mal probieren. Wenn er frisch ist, schmeckt er bestimmt noch ein ganzes Stück besser jetzt. So. Ja gut, der ist halt jetzt ja schon ein paar Tage alt, ne? Leider. Ja. Ja. Da warst du schon wieder. Ach, gehen wir aber fix. Ja. Okay, fix. 8 Minuten. Echt? Ja. Naja, nicht ganz. 8 Minuten 18. Ja, wir haben auch später angefangen. Hm. Naja. Ja, jetzt sind wir schon wieder fertig, Alter. Das geht gut. Immer schneller. Ist doch gut. Ja. Gibt's sonst noch irgendwas? Was ist ein Setup? Erzähl mal. Will ich gerade sagen. Setup? Genie Skyline mit Genie LED-Untersetzer, Tonkopf mit Phoenix-Aufsatz und 3 Tomco Kocher Gold, Devil Smoke, bla bla bla, hier, Mundstück und Magic Gloss Candy, Fire and Earth, glaube ich. Ja. Ja, das war's. Ja, mehr gibt's da also eigentlich nicht zu sagen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Jo. Und bis bald und danke fürs Zusehen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann liked halt mal oder schreibt ja, was in die Kommentare. Müssen wir ja mal mit dazu sagen. Ja, man nennt alles. Ja, wir machen es ja für euch, ne? Nicht für uns. Also, genau. Wenn ihr Vorschläge habt für irgendwas, dann schreibt es euch unten rein. Machen wir gerne. Fast alles. Zitronen wird essen. Fällt aus. Ja. Ja, aber wenn ihr so da andere Ideen habt oder so, könnt ihr ruhig mal mit reinschreiben. Wir machen fast alles. Für euch. Okay. Ja. Wir haben noch keine Werbung. Nö. Drauf gesetzt. Naja, dann. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Zieht euch warm an. Ja.
schön langsam vor. Und? Zur Schau.